In diesem Release-Clip erfahren Sie, wie mit der neuen Version 2023.3 von RMData GeoWeb Anrainergrundstücksermittlungen durchgeführt werden können und welche Vorteile eine Einbindung des tagesaktuellen Grundstückskatasters samt Suchservices mit sich bringt. Im Kartenmodus Analysieren berechnen Sie mit der Hilfe eines neuen Befehls Anrainergrundstücke direkt über die Karte. So können auf Basis von Grundstücken sowie eines beliebig veränderbaren Puffers die Nachbargrundstücke beliebig ermittelt und auch sehr einfach nachbearbeitet werden. Genauso können die betroffenen Grundstücke zu beliebigen Flächen, aber vor allem von Infrastrukturobjekten, wie zum Beispiel von Leitungen, ermittelt werden. Die berechneten Grundstücke können ausgedruckt, als Basis für grundstücksbezogene Arbeitsabläufe herangezogen, als Markierungen abgespeichert oder für die Verwendung in externen Tools exportiert werden. Um schnellstmöglich in Ihrer Online-Karte zum Interessensgebiet zu gelangen, können Sie beliebige Suchen definieren und nutzen. Auch das vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen bereitgestellte Suchservice kann mit der neuen Version in die Karte integriert werden, um beispielsweise nach Grundstücken, Adressen oder Festpunkten zu suchen. Die Definition der Suchen und welche Kategorien jeweils berücksichtigt werden sollen, kann dabei nach Belieben eingestellt werden. Als zusätzliche Basisdaten können Sie nun die vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen bereitgestellten Kataster-Services direkt in Ihrer Online-Karte nutzen. Durch die Kombination der tagesaktuellen Grundstücksdaten mit Ihren Infrastrukturobjekten oder Flächenobjekten erhalten Sie einen guten Überblick über betroffene Grundstücke. Auch die Sachinformationen von Grundstücken, Grenzpunkten oder Festpunkten können einfach über die Karte abgerufen werden.